Nominiert für den WTT Young Leader Award 2015 in Managementkonzeption sind Projekt 1 Marktanalyse-Tool Daten für die Zukunft. Die AFG Arbonia Forster Holding AG mit Hauptsitz in Arbon ist ein international tätiger Bauausrüstungskonzern mit Fokus auf Gebäudetechnik, Hülle und Sicherheit. Auftrag des Praxisprojektteams war, ein Marktanalyse-Tool inklusive Prototyp für die Baumarktentwicklung diverser Länder mit dem Big Data-Ansatz zu konzipieren. Durch das Tool sollen die relevanten Marktindikatoren abgebildet, einheitlich aufbereitet und konzernweit zur Verfügung gestellt werden. Für Volkswirtschaftler und Applikationsentwickler wäre das Projekt ein riesiges Festessen gewesen. Leider haben wir nur Betriebswirtschaftler gehabt, aber das Team hat die fachliche Herausforderung hervorragend gemeistert und die Hürden souverän genommen. Die Wirkung, die wir uns erhoffen, ist, dass wir in der Planung und in den ganzen Strategien und Budgets deutlich verlässlicher werden, also bessere Informationen bekommen und damit auch eine höhere Qualität erreichen, wo wir nachher auch verlässlichere Daten haben für die Zukunft. Ja, wir werden uns auch in Zukunft sicher noch sehr gut erinnern an die spannende Zusammenarbeit mit der AFG und natürlich mit dem obersten Management, wo wir engen Kontakt hatten. Und natürlich auch die Überraschungen, die wir am Anfang im Projekt hatten, aber die haben wir gut gemeistert. Mit Nils Bahn, Projektleiter. Marco Schmitz. Karin Richard. Lukas Bleher. Sven Sturzenegger. Projekt 2. Marketingstrategie für ein Schweizer Optikfachgeschäft im Wettbewerb mit dem nahen Ausland. Die Buck Optik AG in Kreuzlingen ist ein in dritter Generation geführtes Optikfachgeschäft für Brillen und Kontaktlinsen mit individueller und kompetenter Fachberatung. Auftrag des Praxisprojektteams war, für das Fachgeschäft in unmittelbarer Nähe zum deutschen Markt ein direkt anwendbares Marketingkonzept zu erarbeiten, mit dem Ziel, den Umsatz und die Kundenzahl zu steigern. In der Ausgangslage ist eine außerordentlich große Fülle von Informationen aufbereitet worden. Ein Projektteam ist dann gelungen, daraus glaubhafte Handlungsempfehlungen abzuleiten und direkt umsetzbare Maßnahmen zu formulieren. Das Projektresultat ist für uns eine hervorragende Standortbestimmung. Die fundierte Grundanalyse hat uns klar und deutlich gezeigt, für was wir stehen und wo wir stehen und wie unsere Umgebung aussieht. Die Besinnung auf unsere Stärken und Schwächen hat zu einer Neuorientierung von unseren Zielen und Strategien geführt. Ja, und jetzt freuen wir uns auf die Umsetzung von diesem Konzept. Das Praxisprojekt für Buckoptik bleibt uns immer in Erinnerung, wie wir es geschafft haben, mit einem Top-Projektteam, einem super Projektcoach und einer kooperativen Kundschaft ein direkt umsetzbares Marketingkonzept zu erarbeiten. Mit Sascha Gralak, Projektleiter. Philipp Andereck. Beda Bechler. Patrick Kühn. Projekt 3, prozessorientierte Kostenkalkulation in den Bereichen Produktion und Dienstleistung. Die Valida in St. Gallen ist eine Lehr- und Arbeitswerkstätte für Menschen mit Behinderungen, die mit einem vielfältigen Produktions- und Dienstleistungsangebot im Markt wirtschaftet. Auftrag des Praxisprojektteams war, ein prozessorientiertes Kalkulationstool zu entwickeln, das die internen Kosten der Produktion und Dienstleistungsaufträge umfassend und detailliert rechnet. Ich stelle mir die Frage, wie viele Anwesende in der Turnhalle sich melden würden, wenn man sie fragt, habt ihr eine Prozesskostenrechnung, die genau aussagekräftig und einfach ist? Die Ergebnisse bringen uns Sicherheit. Sicherheit, dass wir die richtigen Aufträge haben und unsere Ressourcen können optimal einsetzen. Wir haben ein eigenes Tool entwickelt und haben uns aber nicht mit der ersten Variante zufrieden gegeben, sondern haben das Tool weiterentwickelt, bis es perfekt war. Und das zeichnet uns aus. Mit Sahire Recepi, Projektleiterin. Daniel Kaluori. Selin Grütter. Corinne Frischknecht. Anna Suratsch. Da
Das Amt für Wirtschaft des Kantons St. Gallen gratuliert als Kategoriensponsor des WTT Young Leader Award in Managementkonzeption den nominierten Teams und ist nun gespannt auf das Urteil der Jury.